Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon. So, wir machen die nächste Prüfung. Team ist jetzt alles Level 24. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch wieder Magnesium mitgenommen. Und was wichtig ist, unser Plan war ja eigentlich mit Nitro-Ladung und dem Z-Kristall mit Mars anzugreifen, aber Carla hat Funkenflug erlernt, was eine spezielle Attacke ist und eine 70er Stärke hat. Deswegen würde ich sagen, dass wir das doch so machen, dass Carla das macht mit dem Z-Kristall. Deswegen geben wir dir nochmal kurz deinen Hack-Attack wieder, weil dann setzt du ganz mal deine Flugattacke ein, falls wir die einsetzen müssen. Beim Funkenflug, oder von einem Feuer-Pokémon, macht er doch ein bisschen mehr Sinn. So, dann gehen wir mal rein. Tag, herzlich willkommen in meiner Prüfungsstätte, dem Schattendschungel. Ich muss schon sagen, bei dir und deinem Pokémon stimmt einfach die Mischung. Ihr erfüllt alle Voraussetzungen als Küchenhill, ihr erfüllt alle Voraussetzungen, um die Prüfung zu bestehen. Schließlich hast du einen Glitzerstein erhalten, von Kaperiki höchstpersönlich. Damit bist du qualifiziert, dich meiner Prüfung zu stellen. Der Dschungel lebt und spricht zu uns. Wenn du die Ohren spitzt, flüstert er dir das heutige Tagesgericht ins Ohr. Da, kannst du ihn hören? Der Dschungel hat gesprochen. Er will, dass ich heute etwas Besonderes koche, und zwar Maos berühmtes Spezialmenü. Dafür sollst du mir 4 Zutaten bringen. Eine Magobeere, ein Minipilz, ein Metallkraut und Wundersaat. Ja, diesen Zutatenbeutel brauchst du, um die Prüfung zu bestehen. Wirst du die Zutaten in deinem normalen Beutel aufbewahren, kämen sie durcheinander. Zutaten lassen sich im Bismarck übrigens auch leichter finden, denn es spürt einfach alles auf. Mit dem B-Knopf lässt du es schnüffeln, so, nicht kannst du gerade sagen, ne? Aber du weißt ja schon von der Ohana-Farm. Also, nochmal zum Mitschreiben. 4 Zutaten sollen es sein. Eine Magobeere, Minipilz, Vitalkraut und Wundersaat. Also dann, der Schattendschungel erwartet dich. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Das heißt, wir sind ja schon in der Prüfung. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall noch keinen Pokémon fangen. Dann fangen wir mal... Ja, ist hier irgendwas? Brauche ich den Pilz? Brauche ich den Mini-Pilz, oder? Ich hab schon vergessen, was ich für Zutaten brauche. Dann braucht eine Beere, Vitalkraut, Wundersaat. Das andere war ein Mini-Pilz, oder? War es ein Mini-Pilz? Bestimmt war es ein Mini-Pilz. So, Pflücker. Und noch ein Pflücker. Ich bin's, Maho. Ein Fein-Mini-Pilz hast du da gefunden. Warum der unter Pilz die Perlen der Renner ist, das weißt du, sobald du ihn probiert hast. Noch fehlen 3 Zutaten. Finden sie bitte ganz schnell. Okay, haben wir hier unsere erste Zutat. Hier ging es ja nicht weiter, ne? Nee. Aber hier längs und dann hier längs. So, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist er falsch. War irgendwo unter einem von diesen Steinen hier irgendwas, das man einsammeln musste. Dann nicht. Warte mal, jetzt ich das Salatwasser suchen wollte. Ja, das meine ich jetzt aber nicht unbedingt. Okay, da unter dem. Wundersaat. Ich bin's, Maho. Eine feine Wundersaat hast du da gefunden. Mehr Nährstoffe auf einmal gehen nicht. Ein wahres Wunder des Dschungels. Noch fehlen 2 Zutaten. Zutaten, auf jeden Fall auch Zutaten. Finden sie bitte ganz bald. So. Dann gehen wir mal hier rein.
Kann ich hier irgendwas haben? Kann ich hier irgendwas haben pflücken oder so? Okay, das ist ja nicht meine Intention, aber... Oh gut, so ein Strauch da. Da ist Gras raus, den mach ich mal. Vitalkraut, kann man wahrscheinlich wieder ein Pokémon, oder? So. Imantis. Ja, gegen Mantidea kämpfen wir ja, glaube ich, in der Prüfung. Bam, bam. Ich bin's, Maho. Ein feines Vitalkraut hast du da gefunden. Es ist selbst für Pokémon erschreckend bitter, aber das gibt die richtige Würze. Jetzt fehlt nur noch eine Zutat. Finde sie bitte so schnell es geht. Ja, da müssen wir, glaube ich, dann aber hier wieder raus. Und nee, nicht hier. Sondern einen weiter links. Beere fehlt jetzt da noch, ne? Hier, das war ein Geräusch. Was ist das für ein Geräusch? Machen wir so ein Tick-Tick. What the fuck? Oh, ich glaube, das ist ja ein Bärenbusch quasi. Er schaut mich jetzt hier an. Imantis. So, das Gussing haben wir noch Full Life, das heißt bei uns auch nicht heilen oder so. Wenn wir jetzt hier irgendwo die letzte Zutat bekommen, können wir auch den Herrscher bekämpfen. Ich bin's Maho, eine feine Maho-Beere hast du da gefunden. Je größer eine Maho-Beere ist, desto krummer ist sie. Je krummer sie ist, desto süßer ist sie. Oh, du hast alle Zutaten beisammen. Prima, dann fang ich jetzt mal an zu kochen. Geh also bitte zum Eingang des Dschungels. Und wollte ich mir gerade sagen, ich werde ja, logischerweise wieder noch unsere Monung nach vorne stellen. Das Ding ist, wenn ich mich richtig erinnere, ruft der nicht einen Mitstreiter, der Sonntag einsetzt, von der Theorie her? Macht es Sinn, darauf zu warten und dann mit der Z-Feuer-Attacke anzugreifen? Aber wie will ich darauf warten? Das ist ein Modung, das wird nicht mehr als eine Attacke tanken. Das heißt, müssen wir unsere Z-Feuer-Attacke als sofort einsetzen und dann wahrscheinlich müssen wir das ja eh raustauschen. Schätze ich mal. Oh Neko, jetzt wo du alle Zutaten beisammen hast, fehlt nur noch... Da sind sie auch schon. Hallo Maho, wie geht's, wie steht's? Ich bringe wie immer einen Kampfknochen, einen Steinknochen. Ich habe wie immer ein Tafelwasser und einen Bollenhelm mitgebracht. Tracy Chiave, ich danke euch. Also gut Neko, es geht los. Ich koche jetzt das Gericht, das den Herrscher hervorlockt. Gut, dann prüfen wir jetzt nochmal alle gesammelten Zutaten. Eine Marobeere, ein Minipilz, ein Vitalkraut, eine Portion Wundersaat. Prima, so wie das Rezept verlangt, da kochen wir jetzt mal aus Spezialmitteln. Das auch immer das Gericht sollte den Herrscher herlocken. Bist du bereit? Jo. Okay, Tracy, dann kippe jetzt das Tafelwasser in den ungestülpten Bollenhelm. Klar doch, ich weiß Bescheid. Die Marobeere, den Minipilz, das Vitalkraut und zum Schluss die Wundersaat. Rein damit ein. Chiave, leih uns bitte mal den Kampfknochen und den Steinknochen. Okay. Los, Neko, stampfe jetzt bitte alles mit deinen beiden Knochen klein. Drücke den A-Knopf und stampfe damit die Zutaten klein. Hau drauf. Kräftig stampfen. Mach breit raus. Haben wir es denn, Batman, gell? Ein eigentümlicher Geruch breitet sich aus. Aus dem tiefsten Tiefen des Dschungels ist eine mächtige Aura zu spüren. Mama Manti. Der Herrscher des Schattenjungles, Mantidea, ist hinter dir erschienen.
So, meinte der. Mit Initiativensteigerung. Das heißt, er ist schneller als wir. Wir fragen, setzen wir den Z-Move ein als erstes oder nicht? Denn wie gesagt, der Begleiter kann auf jeden Fall Sonntag. Das heißt, unser Feuerattacker würde davon profitieren. Und ich gehe nicht davon aus, dass der Z-Move den tötet, also one-shottet. Deswegen mache ich das, glaube ich, erstmal nicht. Ich kann ja versuchen, mit der Nitro-Ladung irgendwie auf dieselbe Geschwindigkeit zu kommen oder sogar schneller zu sein, das meinte ich hier. Das ist hier Blood Trace, ist nicht so stark. Macht auch kaum Damage. Das ist schlimm, wir sind ja auch vierfach Resistenz, nicht mehr normal, ne? Wir sind ja, haben ja auch noch Gift als zwei Typen, das heißt, wir haben gegen nur das 0,25-fache des Damage. Glaube ich, ne? Ist auch so? Ja, ne? Müsste so sein. Trompik. Konnte Trompik irgendwie. Dingens? Sonntag? Jetzt bin ich verwirrt, hä? War es nicht so, dass es Sonntag einsetzt, das Begleiter-Pokémon? Weil er dann Matidia Solarkegel und so einsetzen kann? Oh, Pflücker. Okay, ich sag mal so, wir überleben jetzt eine Kreuzschere. Aber dann würde Trompek uns töten. Aber unsere Z-Attacke sollte es dann eigentlich auch umbringen, das Matidia. Ist die Frage, geht den Turret jetzt ein? Also das wäre meine Option. Ich gehe jetzt auf Trompek aus und krieg Damage. Dann was macht Trompek? Der wird jetzt auch einen Flügel abbekommt. Kreuzschere macht dann zwar auch nicht normalen Damage, sondern nur uneffektiven Damage. Oder Rasierblatt oder so, aber... Dann ist es halt auch schon wahrscheinlich halbes Leben oder so. Das lohnt sich ja auch nicht ganz ehrlich. Ich glaube, ich muss ja tatsächlich Warnung opfern. Das ist zwar dumm an. Mein, wir haben noch eins auf Reserve, hat zwar ein schlechtes Wesen. Aber wie gesagt, Amphiras ist eh nicht so das krasseste Feuer-Pokémon, ist schon gut, ja. Aber geht auf jeden Fall besser. Brauchen wir wohl noch irgendwo für, was kommt mir nach? So Elektro haben wir da, Geist, Undicht. Eigentlich brauchen wir Feuer auch nicht mehr so unbedingt, ne? Ach, weißt du was? Wir opfern das jetzt einfach. Hauptsache, das Herrscher-Pokémon ist down. Wir sind sogar schneller, ja. Deshalb werden wir trotzdem keinen Flug überleben. Also, Vollschere, hier Rasierblatt und so hätten wir überlebt. Aber der Pflücker würde uns halt so oder so töten. Vielleicht haben wir Glück mit jetzt, warum auch immer, falls es überhaupt keinen Sonntag einfach ein. Aber ich glaube, da wird einfach mal der Pflücker wahrscheinlich kommen. Auf Wiedersehen, Mollung. Du hast uns eine Folge lang gedient. Na gut. Nehmen wir dich jetzt platt, Donnerschock. Also ich glaube, wie gesagt, aber wir hatten keine Option, glaube ich, weil gar nichts, warum ich rausgeschickt hätte, hätte bestimmt halbes Leben Damage schon bekommen, bis rauszuholen. Das wäre, glaube ich, nicht gut gegangen. So, nochmal. Schaden. Ich bin ein Magnet, jetzt kann er mein ein Magnet verwirrt sein. Macht überhaupt keinen Sinn. Was soll das denn? Norden ist immer Norden, Süden ist immer Süden. Zeige ich immer mit meinem Polen. Jetzt sind wir minus 4, also wenn ich jetzt nicht treffe, sollte ich auf jeden Fall raustauschen. Sonst würde mich wahrscheinlich auch ein Flücker, also wenn ich Pech habe. Okay, Prüfung geschafft, mit einem Verlust. Kein mitleben. Tatsächlich, ich werde auch einfach das andere Mollung wieder mit dem Team nehmen, auch wenn der Wesen da schlecht war. Weil es halt, wie gesagt, nicht so viel bringt. Der nächste Typ ist Typ normal. Die Pampui nehme ich wieder mit dem Team anstatt Mollung. Ja, ich war für Magneto ja draußen, ne? Ach, ich muss mal gucken. Also, ich glaube, ihr könnt hier noch ein Pokémon fangen, aber wird ein Pflanzen-Pokémon sein, wahrscheinlich, ne? Haben wir ja eigentlich schon. Du bist ja unheimlich stark, Nico. Nicht nur, dass du ziemliches Talent hast, nein, du bist auch noch äußerst kompetent. Einfach unglaublich, mit welcher Leichtigkeit du das Herrscher-Pokémon besänftigt hast. Wie der Vulkanbug war es das Gleiche. Dabei bin ich doch so stolz auf meinen Amphira. Auch meine mit Großangabe trainierten Loser-Din hatte keine Chance. Dann hast du ja jetzt alle drei Prüfungen auf Arcala erfolgreich bestanden, nicht wahr?
Dafür, dass du meine schwere Prüfung absolviert hast, möchte ich dir diese sagenhafte Belohnung überreichen. Jo, ein Z-Kristall. Für Pflanze. So, das Ding ist, das nächste, was uns vorsteht, ist natürlich aber auch nicht die Prüfung. Sondern das nächste ist natürlich die Königin hier. Die ist Typ Gestein. Das heißt, der Feuer ist eh nicht so praktisch, davon abgesehen. Du hast einen Z-Kristall von Maho erhalten. Die Pose, um aus Pflanzen-Pokémon die Z-Kraft rauszugehen, geht so. Pflanze. Eigentlich ganz gut, dass wir denn hier noch ein Pflanzen-Pokémon fangen. Ist dann gegen die Königin wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Da du meine Prüfung bestanden hast, würde ich mich freuen, wenn du fortan die Pokémon hier aus dem Schattenjungle trainieren hast, Nico. Und als deine Schattenhilfe will ich dir gleich mal diese Nestbälle auf den Weg geben. Nur so war's. Meine Idee hat ja gar nichts alles aufgegessen. Kiave, Tracy, komm, gönnt euch eine Portion. Man dankt. Dankeschön. Der Geschmack des Steinknochens entfaltet sich langsam. Der Essen schmilzt mir auf der Zunge. Nein, warte. Es ist meine Zunge, die hier schmilzt. Du meine Güte. Wasser. Was? Leute, habt ihr denn was habt ihr denn auf einmal? Hey, bleibt hier. Was, ihr geht jetzt wegen der großen Prüfung alle zu Myla? Jo. Gut, dann fangen wir jetzt nochmal hier ein Pokémon. Oder auch nicht. Oh, hier riecht's aber lecker. Hat Maro wieder ihr Spezialmenü gekocht? Du hast doch Maros Prüfung bestanden, oder? Da bekommst du jetzt ein Geschenk von mir. Und zwar nichts anderes als die TM Schmalhorn. Die garantiert dir einen Treffer. Haben wir ein Pokémon mit dem Horn, ne? Neue Erfahrungen und Entdeckungen sind das Salz in der Suppe des Lebens. Es gibt eine Einrichtung, die du auf der Inselwanderschaft unbedingt anschauen solltest. Rede vom Dimensionsforschungsinstitut. Es ist nicht weit weg. Oder, um es mit einem Attackennamen auszudrücken, ist nur ein Funkensprung entfernt. Ich will noch nicht raus. Ich will drinnen bleiben. Mein Glückwunsch zur bestandenen dritten Prüfung von Akala, Neko. Als nächstes wartet die große Prüfung von Inselkönigin Myla auf dich. Myla ist eine Expertin für Gesteins-Pokémon. Wenn du ihr Team besiegen willst, würde dir eins der Pflanzen-Pokémon aus dem Schattenjungle bestimmt helfen. Schau mal dem Dimensionsforschungsinstitut vorbei, wenn deine Vorbereitungen für die große Prüfung abgeschlossen sind, okay? Du musst einfach nur Route 6 folgen, um es zu finden. Frag Rotom, falls du Hilfe brauchst. Ich hätte ja vorher Pokémon zu fangen, hast du mich ja aber rausgeschleppt. So, kann ja jemand Schmalhorn von seinem Pokémon hier? Wie viel Damage macht die? 70? Keine BK, ne? Haben wir auch kein Pokémon, was ein Horn hat irgendwie, also von daher. Also Frage ist jetzt, wo fange ich jetzt hier ein Pokémon? Der hier vorne im Gebiet? Hier, da links, da rechts, macht es einen Unterschied? Macht wahrscheinlich eh keinen Unterschied oder so, ne? Geh einfach mal hier oben hin. So, was bekommen wir denn? Bubungus. Wer denn immer noch Typ Fee nebenbei? Das heißt, von der Theorie her, sag mal, schwer für die Top 4, da kämpfen wir gegen Hada wieder mit Typ Kampf ganz praktisch. Wir haben noch den Inselkönig mit Typ Unlicht. Wir haben jetzt den Gesteins-Ding mit dem Typ Pflanze. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Also von der Typ Kombi hier für uns ist auf jeden Fall noch hilfreich. Ich habe keine Ahnung, wie stark das so von den Stats her auch wieder ist. So, unbedingt wichtig ist nicht unbedingt, muss ich sagen. Machen wir mal. Ah ne, Schlafpuder geht nicht bei Pflanzen-Pokémon, ne? Okay, das heißt, er wird aber nur das nicht nochmal einsetzen. Das heißt, wir machen das so und setzen dann den Donner wieder ein. So, Donnerwelle. Mondschein kann, das man kann sich sogar hochheilen. Die Heilung ist natürlich immer sehr praktisch. Da muss man selten nicht durch Items heilen können, wenn die Pokémon selber eine Heilung haben. Also eine Angriffsattacke eigentlich, was hat das eingesetzt? Blitzsynthese. Hier Schlafpuder und? Hast du schon mal angegriffen? Egal, wir werfen mal den Ball drauf.
So, das kann auch gleich mit ins Team, weil wie gesagt, werden wir den eh behalten. Dann kommt Pampul wieder mit ins Team. Da die Frage, nehme ich jetzt nur Pokémon mit, für die nächste Prüfung gut sind? Weil wir haben ja auch noch Wasser-Pokémon auf der Reserve, so ist natürlich auch nicht. Mit Fleckmon und Denton. Meiner müssen wir eigentlich echt gut platt machen können. Wir haben zwei Pflanzen-Pokémon denn. Wir haben einen Stahl-Pokémon. Und wir haben zwei Wasser-Pokémon, die drei Wasser-Pokémon. Das heißt, wir könnten eigentlich ein komplettes Team machen. Nee, wir haben das Boden-Pokémon haben wir ja auch noch. Also wir können zwei Pflanzen-Pokémon, zwei Wasser-Pokémon oder Stahl- und Boden-Pokémon mitnehmen. Also eigentlich dürfen Meiler keine Chance gegen uns haben. Wobei Stahl halt immer so ist, Gesteins-Pokémon können natürlich auch auf Boden attacken, ne? Oder Gestein-Boden hängt ja auch oft zusammen vom Typen her und so. Das wäre ein bisschen riskanter, so ein Magnetido mit einer Vierfachstärke für Boden mitzunehmen, muss ich sagen. So, Spitzname. Dann nennen wir die doch einfach So, wir haben Clara hatten wir, oder nicht? Dann bist du jetzt Lara. So, aber wir haben Caps doch, ne? Na egal, das ist eh. Hauptsache Ding hat einen Spitznamen. So, dann haben wir hier gleich Dingens für raus. Wo ich das Team dann eh nochmal für die nächste Folge umstrukturieren werde. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.